Hallo zusammen, ich bin jetzt in Berlin, ich bin hier zur Republika und habe hier ein Apartment. Und das zeige ich euch einfach mal. Da haben wir hier die Küche, voll ausgestattet. Hier kann man in Ruhe frühstücken. Da hat man einen Balkon. Ich habe auch schon im Kühlschrank ein bisschen was zu trinken reingetan. Wenn ich Lust hätte, könnte ich hier also auch kochen, wenn ich Lust hätte. Ja, praktisch so eine Küche, ne? Hier haben wir einen schönen Spiegel, in dem habe ich mich heute schon geschminkt. Kuckuck. Ja, ich habe heute, wie ihr seht, mal lange Haare. Hat was, ne? Das Leben, die Haarteile. Praktisch. Ja, hier haben wir das Bad. Das zeige ich euch auch mal. So, ich habe mich auch schon häuslich eingerichtet, wie man sieht. Und hier ist die Dusche. Ich habe auch ein paar Sachen schon mitgenommen und da reingestellt. Ich muss gestehen, die Tür ist sehr schmal. Ja, das heißt Bauch einziehen. So, schneller Schwenk, damit euch auch schwindelig wird. Gehen wir wieder raus. Hier haben wir ein schönes Bild hängen. Machen wir mal zu. Hier, da haben wir ein Bild. Hier haben wir auch ein paar Bilder. Ihr hört es halt, es ist recht groß, hohe Decken. Ja, hier haben wir das Schlafzimmer. Ne? Conny hat sich hier auch schon eingerichtet. Fernseher, der Blick nach draußen und das Bettchen und Kleiderschrank, in dem ich mich auch schon eingerichtet habe. Und hier schon wieder ein Spiegel. Guck, guck. So, hier habe ich mich auch eingerichtet, habe mir ein paar Tücher mitgenommen. Ob ich sie brauche, weiß ich nicht. Soll ja sehr warm werden. Ja, und hier kommen wir ins Wohnzimmer. Ein riesengroßes Wohnzimmer. Tisch. Laptop habe ich schon stehen, also Netbook habe es aber noch nicht fertig gemacht. Werde ich auch nicht, weil ich jetzt gleich erstmal los muss. Ja, hier haben wir Fernseher, Bilder, einen schönen Stuhl, einen Sessel, ein Sofa und falls man noch Bettzeug bräuchte. Und natürlich schon wieder ein Spiegel. Guten Tag auch. Ja, das ist die Wohnung und ich finde sie mega. Sie ist günstiger als ein Hotelzimmer und gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und guck mal, so hoch ist die Decke. Und in Berlin ist auch schön, alles grün, alles schön, alles warm. Und ich gehe jetzt aus. Ich mache heute Berlin heute Abend ein bisschen unsicher. Und ja, ne, mal gucken. So, ich mache mich jetzt vom Acker. Ich treffe mich heute Abend nämlich mit Joe, Magier und Ilonka. Und wir machen Berlin ein bisschen unsicher. Gucken uns Ilonkas Show an. Und danach gehen Magia, Joe und ich noch irgendwo was trinken. Mal gucken. Die sind nämlich auch in Berlin, was ich gar nicht wusste. Die haben mich ganz schön reingelegt. Die haben mir es nämlich nicht verraten und erst heute mitgeteilt, dass sie da sind. Ja, und jetzt machen wir Berlin mal unsicher. Also, mal gucken, ob ich euch mitnehme oder nicht. Das weiß ich noch nicht. Also, ich gehe jetzt erstmal auf Switch. Tschüss. Guten Morgen zusammen. Ich überlege gerade, was ich mir heute Schönes anziehe. Ist jetzt eine gute Frage. So viel Platz habe ich in meinem Kleiderschrank zu Hause nicht. Was haben wir denn hier? Einmal das Outfit, das habt ihr sogar schon mal gesehen. Dann habe ich mir das hier kombiniert mit dem Netzoberteil. Habe ich noch das Rote zur Auswahl. Das hatte ich ja gestern an. Da kommt ein weißes Hemd, wenn drunter. Und hier kommt noch eine schwarze Strickjacke drüber. Die Sonne scheint so gut. Was ziehen wir denn davon an? Eine gute Frage. Ich glaube, ich wähle das Rote. Ich glaube, das nehmen wir jetzt. Oder doch lieber das? Frauen und Kleiderschränke. Ganzer Kleiderschrank voll und nichts zum Anziehen. Ha, furchtbar.